Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dieser Ausstellung Truth von Lars Ulrich Nackenberg. Ich freue mich, dass unser Gründungsvorsitzender des Kunstvereins heute hier diese aus meiner Sicht imposante Ausstellung an die Wand gebracht hat und hoffe, dass wir sehr viele Besucher kommen und sehr viele auch diese Ausstellung besuchen werden. Ich halte diese Ausstellung für besonders bedeutsam heute, weil wir gerade in einer Zeit leben, in der wir lernen, dass die sogenannten Wahrheiten, die man uns aufoktroyiert hat und die wir auf der Schule gelernt haben, in der Schule und die wir in den Tageszeitungen lesen, dass sie eigentlich täglich neu korrigiert werden müssen. Und wir lernen auch, dass unser Umgang mit Welt durch die Klimakrise nicht der ist, der einer Logik und einer naturwissenschaftlichen Wahrheit entspricht, sondern ein politischer und ein gesellschaftsbedingter ökonomischer Kampf ist. Und aus diesem Kampf hat sich eigentlich die bildende Kunst immer herausgehalten. Und wenn Sie jetzt einen Künstler wie Lars Nackenberg diesen Thema stellt, der Wahrheit, Truth mit Ausrufungszeichen und Fragezeichen, dann ist das eigentlich eine Kunst mit einem unglaublichen Aufforderungscharakter. Wir haben jetzt durch zwei Dokumenten gelernt, dass der Aufforderungscharakter von Kunst eigentlich nicht mehr so gefragt ist, sondern die 14. Dokument, also die vorletzte, hat ja geradezu gezeigt, dass ein Kunstwerk nur noch der optische Beleg für die Richtigkeit einer soziokulturellen These eines Kurators ist. Oder die jetzige Dokument, da zeigt uns, dass wenn ich eine Karikatur vergrößere, ich schon Kunst habe. Das ist aber Kunst nicht. Kunst ist ein sehr intimer, persönlicher Vorgang. Das Kunstwollen des Künstlers spielt eine große Rolle und sein technisches Können. Und bei Schnackenberg ist es Webcam-Aufnahmen, zum Teil Aufnahmen von eigenen Arbeiten. Und das wird digital gedruckt und dann mit Enkaustik, Latex-Enkaustik übermalt, sodass das flache Foto der Webcams eine ganz große Tiefe und auch eine Art mystische Atmosphäre bekommt. Und jetzt fängt die Wahrheit in dem Bild an, sich selbst zu befragen. Das Bild ist da. Aber jeder Betrachter, da sind wir bei Umberto Eco, bei dem Opera Aperta, bei dem offenen Kunstwerk, ist anders konnotiert, denkt anders, hat andere Erziehungsmöglichkeiten gehabt. Das heißt, er wird das anders sehen, als der Künstler es vielleicht selbst gesehen hat. Und das ist das, was diese Arbeiten eigentlich so spannend macht und heute auch deutlich macht, dass bildende Kunst ein wesentlicher Beitrag für die Freiheit der Kunst und die Freiheit des Menschen ist und dass wir uns damit beschäftigen müssen, um selbst wieder in eine freie, selbstverantwortliche Position zu kommen. Diese Digitaldrucke sind natürlich zunächst ein technischer Vorgang, das kann man den Bildern auch ablesen, aber man vermisst sozusagen dieses Kleinteiligkeit, dieses Punktuelle, weil er in der Enkaustik wirklich mit Malerei, das ist eine ganz klassische alte Maltechnik, über die Bilder geht. Und jetzt verwischen sich die Bilder. Bei manchen sieht man noch, dass nicht alle, dass man sozusagen den Wachs noch gerade zu sehen kann. Aber die Bilder bekommen eine mysteriöse Tiefe, eine andere, sie verlieren ihre Flachheit und dadurch bekommen sie eine neue Tiefe. Und diese Tiefe ist eine technische, ist eine sozusagen physikalische, aber auch eine emotionale. Die Frage ist, darf man überhaupt schneiden, wenn die Ausstellung Truth heißt, und zwar Fragezeichen, Rufzeichen vorne und hinten? Bei der Wahrhaftigkeit nicht, bei der Wahrheit schon, denn das Bild an sich ist ja immer als Bild wahr. Und der Film eigentlich auch, es geht um die Wahrheit, ob die beschnitten ist oder nicht. Wahrheit ist letztendlich im Untersatz, man glaubt das, was man weiß oder was man
zu wissen als Bildung bekommen hat. Bild ist immer eine Welt für sich. Und dahinter steht jemand, der dieses Bild geschaffen hat, wobei der Betrachter eine ganz andere Sicht hat wie der Kreator. Ja. Die Wahrhaftigkeit liegt immer letztendlich beim Künstler, wie er sich auseinandersetzt mit seinem Tun und mit der Umwelt. Die Wahrheit ist eine Erkenntnis zu wissen, dass unser Wissen eben meistens aus zweiter, dritter, vierter oder tausendster Hand ist, ja, und nie das Selbsterlebte. Und heute ist die Suche nach diesem Selbsterlebten eigentlich, das haben wir fast nur noch in der Kindheit, das ist Begreifen, also das erste Verstehen ist das Begreifen und das wäre etwas, was wirklich wahr ist. Also die Beliebigkeit und das Trauen von den Bildern ist letztendlich dieses, dass alle Bilder, die wir hier sehen und meistens in der ganzen zeitgenössischen Kunst so sind, dass die keinen pädagogischen Anspruch haben, also keinen Anspruch, dass man eine Meinung aufoktroyieren will, sondern sie werden frei, in Freiheit, in den Raum gestellt zur eigenen Interpretation. Das Einzige, was man verlangen kann, ist dieses, dass die Leute, die Menschen, die es betrachten, den Mut haben zur eigenen Meinung und zum eigenen Sehen. Und das ist eigentlich die Hoffnung auch mit dieser Ausstellung, mit der Frage nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Nein, es geht ja nicht um eine politische These. Wenn, dann ist es immer so, dass die Bilder aus einem Anlass entstanden sind. Ein gesellschaftlicher Anlass ist ein zeitgenössischer, meistens ein zeitgenössischer. Auch, es kann auch 20 Jahre zurückliegen oder sowas, der dann wieder hochkommt durch irgendetwas. Heutzutage jetzt letztendlich wieder, wir dachten, es gibt in Europa keinen Krieg mehr. Ich bin aufgewachsen, nie wieder Krieg und jetzt haben wir den Krieg. Ja? Also das ist ein Schock für mich.